Herzlich willkommen hier zum Kachelmann-Wetter mit dem Wochenausblick für die Woche jetzt vom 25. bis zum 29. Mai. Viele werden sich fragen, wie geht es denn jetzt weiter? Kommt doch mal langsamer der Sommer auf Hochtouren oder kommt da mal irgendwas mit trockenem Wetter? Ja, ich weiß, mir geht das Wetter auch auf den Sack total. Sprühregen den ganzen Morgen schon, den ganzen Vormittag schon hier, einfach nur ekelhaft. Aber es ist nichts zu retten und nichts zu holen. Es geht einfach die Woche wechselhaft, kühl meistens weiter und von Sommertemperaturen jenseits der 25 Grad sind wir noch weit entfernt. Kann ich auch nichts dran ändern, müssen wir noch weiter abwarten. Es wird mit Sicherheit irgendwann im Juni, Juli eine Umstellung kommen, dass wir auch mal schöne Hitzetage kriegen. Zunächst mal bleiben wir beim heutigen Montag, da wird es in der Südhälfte wieder einige Schauer und Gewitter geben können im Laufe des Nachmittags und die ziehen zum Abend dann auch so langsam zum Alpenrand hin und Richtung Bayerischen Wald. Ich blende hier auch noch den Link ein von der Unwettervorwarnung, die ich gemacht habe, zum einen für diese Gewitter, zum einen für den Starkregen, einfach hier auf den Link klicken und dann kommt man zu diesen Unwetterwarnungen hin, wegen der Gewitter und der Starkregen am Alpenrand, der Starkregenfälle am Alpenrand bis morgen Abend. Ansonsten in der Mitte Deutschlands meistens eben die dichten Wolken mit leichten Regen und Sprühregen heute Nachmittag. Richtung Küste hin, dann auch ein paar Auflockerungen, später auch im Emsland Richtung Nordsee. Da wird es auch ziemlich sonnig noch sein heute Nachmittag mit größeren Wolkenlücken. Gehen wir dann zum Dienstag. Da hängen dann eben am Alpenrand die dichten Wolken rum. Da wird es längere Zeit regnen, teilweise kräftig regnen mit 30 bis 50 Litern pro Quadratmeter in der Summe bis morgen Abend. Die Küsten, die werden morgen aber ziemlich sonnig sein. Da sind kaum Wolken am Himmel, da gibt es richtig schönes Wetter, allerdings mit kühlen Temperaturen. Dazwischen so ein Sonnen-Wolken-Mix und einzelne Schauer, die mal auftreten können, vor allem so vom Emsland bis nach Mecklenburg-Vorpommern. Am Mittwoch haben wir dann meistens viele Wolken über uns liegen, da kommen wieder so Wolkenpakete von der Nordsee reingezogen zu uns mit dieser Nordwestströmung der feuchten Luft. Da gibt es dann nur ab und zu mal ein paar Wolkenlücken, die vorzugsweise den Rhein entlang bis zum Oberrhein hin. Auch im Süden gibt es mal einige Wolkenlücken. Einzelne Schauer sind auch noch unterwegs und die besonders Richtung Alpenrand und Richtung Schleswig-Holstein. Da können einzelne Schauer auftreten. Das Ganze mit Temperaturen so zwischen 13 und 18 Grad mäßig zu erwarten. Donnerstag kommt schon wieder das nächste Regengebiet reingezogen von Nordwesten her und breitet sich vormittags aus, liegt dann gegen Mittag etwa vom Saarland und vom Niederrhein rauf bis zur Ostseeküste mit dichten Wolken und Regen. Ganz im Osten und im Süden, da ist es erst freundlich, da scheint lange Zeit die Sonne, da erreichen Temperaturen auch so bis zu 20, 21 Grad. Ansonsten sind es meistens immerhin so 14 bis 17 Grad im Regen und direkt an der Nordsee ist es ein bisschen kühler. Weiter geht's dann am Freitag mit Sonnenschein in der Südhälfte. Ganz unmittelbar am Alpenrand auch mal sommerliche Temperaturen, so zwischen 22 und 25 Grad. Fühlt sich schon ein bisschen wärmer mal an. Ist schon ganz okay, auch mit dem Sonnenschein und den wenigen Wolken. Ansonsten aber viele Wolken über uns, nur ab und zu etwas Sonnenschein und häufige Schauer, vor allem in der West- und Nordhälfte. Die können dann auch mal kräftiger sein. Das Ganze bei Temperaturen ganz im Norden zwischen 12 und 15 Grad. In der Mitte sind so 17 bis 21 Grad. Hoffen wir mal, dass nächstes Wochenende bzw. nach dem nächsten Wochenende, in der kommenden Woche, dann mal was passiert in Sachen Sonnenschein und Wärme. Wir werden dann am Freitag das Wochenendwetter machen. Entweder mache ich oder der Markus Kundisch hier auf dem Kachelmann-Kanal. Alles Gute für diese Woche und bis bald.